herzlich willkommen zurück zu Zombie Driver HD. Ich bin euer Jojin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen weiter in der Hauptstory. But it is guaranteed to work. You can deliver it in a container attached to your car. It will spray the area when placed on the ground. Your mission is to bring it to the new base location and defend it until the area is saturated enough. We can move our base there as soon as the zone is cleared out of zombies. Okay. So, dann würde ich sagen, dass wir wieder den Military Truck nehmen. Weil der am stärksten gepanzert, glaube ich, ist. Würde am meisten Sinn ergeben. Flammenwerfer können wir im G machen wir auf jeden Fall mehr. Und Flammenwerfer, mehr Schaden kann nie schaden. Wäre die Mission auch so gekommen mit der Brücke, weil wir die ja als Secondary, also als Zweitoption erst frei machen mussten. Hätte ich das nicht gemacht, wäre die Mission dann auch weggekommen? Frage. So, schauen wir gerade. Okay, das ist ein ganz schönes Stück. Oh, die haben aber alle geworfen, habt ihr gesehen? Oh, 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 Dicker! Weg hier! Nein! Da nimmt man doch ganz schön viel Schaden bei denen. Ah, das ist cool. Seht mal, der ist sogar noch da, die wir schon getötet haben und so weiter. Also der Big Boss. Das ist schon sehr nice gemacht. Oh, der jagt sich in die Luft. Ja, ich suche gerade ein paar... Ah! Ein bisschen Heilung wäre nice. Da, sehr gut. Sowas haben wir gesucht. Dankeschön. Davon bräuchten wir leider ein bisschen mehr. Schade, dass man die nicht auf der Karte sieht. Oh, wir kommen da gar nicht durch. Dann müssen wir hier woanders lang. Oh! Nein, 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 nein. Hier nicht. Aber da fliehen wir durch jetzt. Ah, da ist noch einer gewesen. Schön. Vielleicht sollten wir etwas langsamer voran jetzt gehen. Damit wir auch ja nicht die ganzen Level-Ups kriegen hier. Energie, die wir brauchen. Das hat zwar nicht gesucht, aber okay. Auf jeden Fall sind wir wieder fast voll. Also das schnell durchrasen ist gar nicht mehr so sinnvoll jetzt. Besser, was langsamer, wenn natürlich viele da sind. Mein Problem ist natürlich auch, dass ich nicht ausweichen kann, wenn ich so schnell bin. Autsch. Mein Gott, woher habt ihr die unendlich Fässer, die ihr die ganze Zeit werft? Gute Frage. Wir brauchen auf jeden Fall die Energie, die wir da hatten. Wird das eigentlich mehr als 300, wenn ich das nehme? Das sind immer 300. Das ist schade. Dann könnte ich mir ganz viel so 1000 Schuss ansparen oder so, aber das geht leider nicht. Komm, zurück! Ah! Zu spät reagiert. Also das Auto. Ich hatte direkt gedrückt. Und es ist schade, dass man nicht mehrere Waffen gleichzeitig bei sich hat. Ich will eigentlich das MG behalten. Und wenn ich dann einen Flammenwerfer aufnehme, habe ich die andere Waffe nicht mehr. Das ist sehr schade. Komm zurück. Okay.
Muni ist alle. Jetzt heißt es fahren. Okay, wir haben ein bisschen MG, das ist schon mal gut. So, wo geht's hier lang? Wir müssen irgendwo rechts reingehen. Die wollten wir noch haben. So, wir sollten in jedem Moment da sein. Mal ob wir noch ein bisschen Energie kriegen. Das ist auf jeden Fall was Geld. Das kann nie schaden. So. Die müssen wir alle töten. Den Flammenwerfer wollen wir nicht haben. Achso, das Teil muss ich erst in die Luft jagen, natürlich. Kommt endlich wieder raus. Das ist, glaube ich, die falsche Waffe dafür. Neue Energie wäre nice. Wahnsinn. Boah. Millionen von Gegnern. Das ist schon mal Energie, das ist gut. Okay, in die Luft. Den Rest werde ich überfahren. Ich hoffe, es kommt kein neuer jetzt in der Zeit. Da nicht. Wir werden uns noch die Energie da holen. Habe ich ein Problem, wenn ich da durchfahre? Ich hoffe nicht. Ja, nicht berühren den Flammenwerfer. Und los geht's. Schöner Hinblock. Mach alles drauf. Alles drauf. Na also. Da irgendwas verpasst. Moment mal, kann ich irgendwie Mission Objectives machen? Hätte ich hier was beschützen müssen? Jetzt bin ich ganz total verwirrt. Ich dachte, ich musste zwei zerstören und die lassen uns ab. Da habe ich irgendwas falsch verstanden im Briefing. Super, das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Die wollen das nämlich kaputt machen. Und wir haben das im Moment kaputt und die Mission nicht geschafft. Mission failed. Okay, wir lesen uns nochmal das Log durch. Mäh sie nieder, 10.000. Our scientist has prepared a special chemical compound that should be equally useful for all types of zombies. We haven't tested it in the field yet, but when you can deliver it to a container attached to your car, it will spray the area when placed on the ground. Your mission is to bring it to the new base location and defend it. Ah, scheiße. Defend it until the area is saturated enough. We can move our base there as soon as the zone is cleared out of zombies. Okay. Nochmal. Failed Trojan. MG nehmen wir wieder. Flammenwerfer. Wir brauchen mehr Schaden.
Mist. Hätte ich mal mitgelesen. Ich habe ihm einfach nur zugehört und war auf andere Sachen am Achten. Hab ich nicht mitbekommen. Verdammt. Aber schade, dass in der Mission, kann man das vorklicken? Nein, dass ich in der Mission nicht irgendwie sagen kann, hier, was sind meine Aufgaben, die ich habe. Ich sah auf einmal da rechts oben so, hey, irgendwas verliert Energie, was ist da los? Ich war schon längst auf dem Weg zum nächsten Punkt. So, jetzt wäre Zusatzmunition gut. Gehen wir über die Brücke. Ja, hier ist Energie. Hilft uns natürlich hier nicht. Boah, hier liegt viel Geld rum. Sollte ich eigentlich alles einsammeln, ne? Aber mein Gott. Was ich gerade wirklich suche, ist ein bisschen Schildkrötenblasen. Hat natürlich Energie gekostet. Da, sowas haben wir gesucht. Dankeschön. Okay, jetzt brauchen wir wieder Muni. Da kriegen wir welche. Sehr schön. Also ich soll 5 Container zerstören. 2 Stück wissen wir. Als Zusatzaufgabe. So, diesmal fahren wir... Ach Mist, da sind wieder neue drin. Diesmal beschützen wir es. Was gar nicht so einfach ist. Okay. Stinkt sogar übler als Zombies. Das sollen wir natürlich auch noch an der zweiten Stelle testen. Das werden wir aber jetzt nicht tun. Wir schauen, wo wir noch so ein paar Container haben. Wie viel Geld ist das?
1000 gibt so einen Teil. Da hinten lagen mehrere tausend rum. Vielleicht sollten wir die alle mal einsammeln. Da das hier auch nicht auf Zeit geht, könnte man ja sogar Stunden verbringen in so einer Mission. Und ich glaube, das Geld kommt sogar immer neu. Ah, nein, den Zaun kann ich natürlich nicht durchfahren, aber den zum Glück. Weil die Mission gerade nicht auf Zeit ist, würde sich das natürlich enorm anbieten. Wir wissen, dass hier hinten noch einer ist. Ist auch einer. Hier ist auch einer. Wir sind alle hier. Überall. Energie holen. Autsch! Nein, 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 ich geh nicht in die Luft, du Mistding. So, schnapp mir die Muni. So, einmal Rückwärtsgang. Ich Manager ist. Nächste. Zwei Stück noch. Hier war doch noch irgendwo einer, oder? Da. Ach shit, keine Muni mehr. Muss ich neu besorgen. Also das ist halt auch die Frage, ob sich das lohnt, aber ich glaube, wir haben $5000 extra bekommen. Dann könnte ich natürlich ewig Zeit verbringen, hier sich immer weiter hochgrinden sozusagen, dass man immer weiter Geld hat. Farming, wie man im Online-Rollenspielen und dergleichen sagt. So, wir brauchen eine neue Muni. Da wir nur noch einen brauchen, würde ich sagen, wir nehmen direkt den letzten hier. Und enden damit auch die Mission. Nehmen wir mal den Flammenwerfer. Nein, das war kein Flammenwerfer, das war ein Nitro oder sowas. Ah! Das ist Nitro, wie krass ist das denn? Da habe ich noch mehr Speed. Habe ich noch nie verwendet. Mit der B-Taste geht das. Wurde es mir irgendwann mal erklärt? Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, wo ich die erste Mission gespielt habe. Oh, da liegt viel Geld mit 3000. Das ist natürlich schon sehr gut. Nebenaufgabe erfüllt, das gab nochmal extra Kohle. Keine Muni mehr. Fahren wir mal einfach durch.
mehr Geld. Ein Flammenwerfer, sehr schön. Ich hab das Teil hier. Okay, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier ganz dringend weg. Gas, 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 Gas. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Das war jetzt nicht so schön. Da, MG. MG ist cooler als das Flammenwerfer. Das Teil ist schon mal kaputt. Bringen wir den Rest hier drin noch um. Ach, das ist nicht wahr. Nein, da kommen schon wieder welche. Ich brauche das MG. Die Reichweite ist einfach viel cooler. Okay, beschützen. Ich würde sagen als erstes, das 208 Schuss noch. Dann nehmen wir uns erstmal den. Drehen uns um. Irgendwie in die Richtung. Versuchen halbwegs in Bewegung zu bleiben. Munitionsnachschub muss man. Tod allen Zombies. Ja, irgendwas für Achievement-Jäger. Erfolge wurde interessant geworden. Der Reiz ist nicht mehr da. Der war früher zu Xbox-Zeiten da gewesen. Besonders auf der 360 halt. In der Gamerscore. Aber hatte ich auch schon mal in einem anderen Let's Play erwähnt. Da hatte ich ja auch sehr viel Zeit mit verbracht. Hatte im ersten Jahr Xbox 360, ich glaube, irgendwas über 70.000 Gamerscore geholt oder so. Und eigentlich jedes Spiel so mit 1000 Gamerscore-Punkten versucht zu holen. Let's Play war, es gab natürlich auch welche, da gab es nur 970 oder so. Und dann war von einem Tag auf den nächsten. Irgendwie konnte man sich irgendwie das entschieden, ich habe keine Ahnung. Es gab innerhalb von 200 oder so über 1000 Menschen, die Unmengen an Gamerscore-Punkten hatten, was echt unmöglich war. Ich war dritthöchster in Deutschland gewesen und da war dann auch der komplette Reiz einfach komplett weg gewesen, weil jeder Idiot eigentlich, die irgendwie sich entschieden hatte. Nö, da war der Spaß vorbei. Und es wird auch nicht anders sein bei Steam Achievements und dergleichen. Dann wird das genauso sein. Da hinten müssen wir hin. Also juckt mich das eigentlich wenig. So. Oh, warte, wir können glaube ich hier abkürzen. Dann kann ich mir direkt da vorne noch die Energie mitnehmen. Kann man noch durch, ne? Ja, kann man. Sehr schön. Park die Karre. Kravum! Squad Alpha Bravo and Charlie reporting on site. Hostiles neutralized, area secured.
7000 Dollar gab es zusätzlich. Nächste Mission schauen wir uns aber erst beim nächsten Mal an. Die klicke ich direkt mal raus. Und bis demnächst. Euer Chojin.